Ein spektakulärer Mordfall in Warnemünde scheint aufgeklärt zu sein. Am 7. Dezember 2012 fand man die Leiche des 70-jährigen Ingolf P. in seiner Wohnung in der Villa Helga. Nun steht fest, ein 40-jähriger Pole tötete den Rentner mit 7 Messerstichen. Das spätere Opfer holte seinen Mörder als Haushaltshilfe zu sich in die Wohnung. Dann geschah das Verbrechen. Über ein Jahr nach der Tat konnten die Ermittler nun einen Erfolg verzeichnen. Unter großem Medieninteresse verkündeten die Kriminalbeamten am Freitag Einzelheiten zu der Tat, die sich in der Villa, die dem ehemaligen Hansa Rostock-Trainer Frank Parelsdorf gehört, zugetragen hatte. Einerseits haben wir einen DNA-Treffer, der uns von den polnischen Behörden übermittelt worden ist, zu dem Tatverdächtigen. Die DNA des Tatverdächtigen ist identisch mit dem Spurenaufkommen, den wir in der Tatortwohnung gesichert und ausgewertet haben. Uns wurden von den polnischen Behörden Telefonkommunikationsdaten zur Verfügung gestellt, die uns letztendlich zu einem Zeugen, der in Hamburg wohnt, geführt haben, der uns entsprechende Hinweise zu dem Täter geben konnte, sodass wir uns in dieser Sache nicht nur auf die Spurenlage konzentrieren mussten, sondern auch auf Ermittlungsebene wir weitergekommen sind zur Ermittlung des Täters. Der 40-jährige mutmaßliche Mörder sitzt derzeit in Polen im Gefängnis und äußert sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen nicht.